So, und damit willkommen zurück. Seid gegrüßt, weiter geht's in den Obsidia-Wald. Keine Ahnung. Hier hinein. Obsidia-Park. Okay. Da sind wir. Und schau mal, was hier los ist. Was hier dieses ganze Chaos verursacht. It looks so much bigger on the inside. Dr. Ruhr-Anspielung. Perfekt. Perception is inherently subjective to and thus influenced by whose parts to which it is relative and adjacent. Yep. Whatever that means, but yep. This place has been sectioned off quite a bit, but we are all well equipped here. Ja. Wenn ich mein Pokémon-Team so angucke. Ja, mal schauen. What do you say we split up and hunt for whatever's caused all this? Even if something happens, it's not like we'll be too far apart. That's fine with me. I'm sure we can handle it. And if something does happen, how big can this really be? Oh, sehr groß. I'm sure we can call the others over quickly enough. Affirmative. As leaders, Amaria and the speaker should take the path most likely to encounter. Hostile resistance, the center. Supporting parties should begin by securing the perimeter this area. Should conforming elements appear in form the speaker post text. If anything happens to you guys, we'll be there in GV. Got it. Very well, let us begin. Stay safe. Okay, wir teilen uns also auf. Ist immer in so gruseligen Gebieten, in so gruseligen Landschaften immer die beste Idee. Aufteilen kann ja nicht schief laufen. Damit das Böse, was dort irgendwo her lungert und auf uns wartet, uns alle getrennt angreifen kann und nicht in einem großen Trupp, wo man dann und 5 gegen einen angreifen kann und wir eine Überzahl sind und dass alle aufgesplittet sind und einzeln gemurkst werden können. Sonst wäre es ja langweilig. I guess it's up to us to start with the edges of this place. I'll take this way, you take the other. With any luck, we'll all meet up momentarily anyway. Then I'm off. Okay, ich werde die anderen nie wiedersehen. Exakt. Die anderen sind aber sowas von tot und ich wahrscheinlich auch. Alleine durch die gruselige Wildnis hier. Ein Knofenser. Das ist, glaube ich, eine gar nicht so schlechte Weiterentwicklung, aber. Ja, Pflanzen-Pokémon haben wir schon im Team. Braucht man nicht. Was treibt dein Trainer hier? What are you doing here? Das wollte ich dich gerade fragen. Oh, Meteor. Team Meteor. Rüpel. Na komm, das kriegt doch Prof fast alleine hin. Seismischer. Seismikus, wie das auf Deutsch heißt, Geowurf, glaube ich, haben sie es übersetzt. Man darf die zweimal nacheinander ersetzen. Unfair. Na komm, wir werfen ihn um die Welt. Glück gewurft.
okay, ein bisschen übertrieben, diese Attacke. Nein, Prof, kämpft weiter. So lange er noch kann. Also, ja. Der nächste. So, auf geht's. Rasierblatt. Was zum Henker? Dann halt nicht. Das ist effektiv. Na komm. Das war nicht ganz so effektiv. Aber was soll's. Tod gegiftet. So, besiegt. Normalerweise würde ich jetzt mal zum Pokémon Center gehen, aber ja. Versuche es noch ein bisschen durchzuhalten. Noch können wir. Knuffenser. Wir müssen so viele Knuffensers auf einmal. Okay, zu schnell der Busch. Da kommen wir trotzdem hin. Ah, okay. So kommen wir jetzt lang. Da kommen wir jetzt zurück und dann ist es ein bisschen umständlich, aber okay. Mit den Baum zerschneiden können wir dann dort dann lang und ah, okay. Verstehe. Jetzt machen wir den ganzen Umweg fürs Zerschneiden und dann durch können. Oh, ein Pokéball. Nützlich. Venunat-Kenner, wenn es auf Deutsch heißt. Venux. Hier steht irgendwie ein großes Gebäude. Das ist doch mitten in der Stadt. In dem Park. Ja, ist denkbar. Ja, genau, hier direkt wieder ein Knuffenser. Da ist sehr viele Knuffensers hier. Zerschneiden. Können wir da durch? Das ist etwas verwirrend. Okay, wir sind da besser. Was treiben wir hier? Ich dachte, da hätte sich was getan, nachdem wir das hier durchgeschnitten hätten. Ein bisschen da rechts zu, um da durchzukommen. Kleines Rätsel. Ist nur die Frage, wie kommen wir da hoch? Diese Trümmer haben wir noch nicht. Die Tentakel hier noch nicht zerschneiden. Dann gehe ich halt nochmal hier lang. Ja. Ich bin etwas verwirrt. Vielleicht kann man nicht lang, nirgendwo. Können wir da oben irgendwo lang? Eine Beere. Hier ist noch unzerschnitten. Okay.
ja. Verstehe das Rätsel nicht. Ich bin nur lang, aber da kommen wir nicht lang. Das hilft uns momentan relativ wenig. Wenn wir hier hoch könnten, wäre das super. Okay, wir können über das Wasser drüber. Interessant. Das erklärt einiges. Das löst einige Probleme. Oh. Ein Hassbüro, wenn ich das richtig habe. Das könnten wir zumindest mal fangen. Was uns ziehen nehmen, ist glaube ich auch normal, oder? Quick-Attack haben wir schon mehrere am Team des können. Ja, es ist normal, Pokémon im Team ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber ich werde es mal trotzdem fangen und zu gucken, was das Ding so kann. Sehr schön. Banneröl. Ja, Typ normal. Ja, langweilig. Normal Attacken ist jetzt hier wirklich. Ne, müssen auch keinen Nicknamen geben. So, was auf die Box geschickt. Da wollten wir dann. Die wollten wir nicht, oder? Dann können wir auch mal gleich ein Fenster fangen. Ganz so viele Pokémon haben wir nicht, aber. Oh oh. Na toll. Schläft auch noch. Ach ja, Liebesball will ich nicht verschwenden, aber das können wir nochmal versuchen. Ah, Primärball. Grasgift, okay, das wäre interessant. Meine Idee, müsste mal gucken, was die Weiterentwicklung ist. Wäre eine Idee. Ich guck mal kurz. Weiterentwicklung von Klonfernsam. Lohnt sich das ins Team zu nehmen? Ich habe bei mehreren im Let's Play gesehen, dass das ein Team-Pokémon ist. Ich glaube, zweite Generation. Knurfenser. Weiterentwicklung. Och. Ja, ja, könnte Sinn machen. Ultrigaria, ja, das ist Pflanzegift ist schon nicht verkehrt, können wir, kann man machen.
Du musst zwei Plätze, zwei Slots im Team sparen. Pflanzgift ist eine gute Kombi, das ist da. Noch Platz für wen anders schaffen. Ist zwar weiblich, aber gibt nur einen, der wird Pumpi. Ist nicht von meiner Community, aber das ist Pumpi. So die Garia, wenn es sich entwickelt. Das streamt auf Twitch, kann man mal gucken. Tolle Streams. Party Member. Ja, damit können wir Crowdy und Alice ablösen. Obwohl Crowdy wollte ja. Crowdy wollten wir zu dem Sonnenblumen. Das ist schon. Da macht es keinen Sinn, dass man weiteres Pflanzen-Pokémon im Team haben. Ja, jetzt schicken wir es auf die Box erstmal. Und das, was wir erstmal dabei haben. So ein Floras dann durch die Weiterentwicklung von Crowdy, das ist dann. Nee, es macht keinen Sinn, das ist gut, die Gare gegen Sanflora zu tauschen, finde ich. Finde ich persönlich, ja. Nämlich lieber das Sanflora. Sieht hübsch aus. Hat auch, glaube ich, fehlt der Gifttyp, und den haben wir ja durch Unratydox. Lassen wir das Team erstmal so. Sehe ich jetzt nicht so wirklich als Grund, den reinzunehmen. Ist natürlich eine Überlegung wert, aber. Ja, du. Unser Team ist eigentlich bisher. Ist in Ordnung. Jetzt nicht unbedingt Not, um das Team zu nehmen. Okay, wo sind wir hier gelandet? Oh! So ein Flora. Ich meine, wir haben das eigene, was hier entwickelt, aber okay. Level 13? Gibt es bei so einem Flora die Entwicklungsbedingungen, dass ich das nur unter bestimmten. Unser Ding ist schon länger als Level 18. Das muss ich gerade mal googeln. Ich darf nur falschen Fährte. Sonnenkern, ja, wir haben Sonnenkern im Team. Ach, da braucht es einen Sonnenstein für, ist ja brutal. Da kriegen wir hier in dieser Entwicklung nicht mehr. Kriegen wir in diesem Game nicht mehr. Dann fangen wir uns das so ein Flora ein, oder? Da wird Claudia ausgetauscht. Ein Pokéball dran. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann nehmen wir doch Knuffens ans Team, weil es ist da. Den Sonnenstein jetzt zu finden, das wird nichts. Okay. Ich hoffe, es hält aus. Ja. Komm, lass es klappen.
Na, na. Verdammt! Such nur Fenster, du kommst ins Team. Ich habe keine Pokéball mehr und ein neues Sound Flora zu finden. Ich habe mich das endlich mal. Ich erzähle euch die ganze Zeit Schwachsinn. Und. Was ich nämlich glaube, dass wir Sound Flora kriegen. Das besiege ich jetzt nochmal. Ja, dann ist Gift und. Dann ist das doch perfekt. Gift und Pflanze. In einem. Jetzt muss hier aber erstmal rauskommen. Danach wird dann immer Probleme mit dem Team. Erstmal die Pokémon heilen. Und die werden auch auf der Box geheilt, wenn ich die dorthin lege. Ich meine, unserer Tytox will ich jetzt noch nicht ganz. Könnte stark werden, aber. Meine. Können wir auf jeden Fall Sonnenkern mal. Muss tauschen. Ciao. Und Tutox behalten wir erstmal noch im Team, aber das wird dann natürlich. Es ist Gift only. Der Normalflug haben wir mit. Wir brauchen kein Normal-Pokémon mehr. Sobald wir ein Wasser-Pokémon finden, ist Onatydox weg. Also Wasser-Pokémon wäre jetzt noch eine Ergänzung fürs Team, das könnten wir noch gebrauchen. So machen wir es, oder? Trainieren wir das Pokémon. Level 16, das passt doch gut ins Team. Was kann der eigentlich? Growth, Web, Sneak Powder, Poison Powder. Ja, das kriegt dann wahrscheinlich hoffentlich noch ein paar andere Attacken. Was für Blödsinn. Nur zwei das gleiche. Jetzt müssen wir noch Prof auf Level von 16 bringen, aber drei verschiedene Level und Team. So, zurück in den Park. Das Teammitglied heute und Park. Und da hoch müssen wir irgendwie. Kommen wir links lang. Bubble Scrap ist ein bisschen verwirrt. Oha. Ist das ein Shiny? Und ich habe keine Pokébälle mit. Ach du Scheiße. Ah. Ich habe keine Pokébälle gekauft. Schmerzhaft. Wir könnten ein Shiny im Team haben. Ich hasse es. Ich hab keine Pokébälle. Haben wir einen Schein entdeckt und konnten es nicht fangen. Es ist. Ach, verdammt. Sehr schade. Anstatt zum Pokémon Center zu gehen und jetzt zum Pokémon Center, sondern zum Markt zu gehen und was zu holen. Egal, ich riskiere es. Hätte ein Schein werden können. So ein Trick. Naja. Wird auch ohne Schein gehen. Ich bin immer noch verwirrt, wo wir hier lang können. Wäre natürlich sehr toll gewesen mit dem Shiny. Und zu laufen. Hä? Das ist immer verwirrt. Wir müssen wir hier lang kriegen, links lang gießen, doch das würde hier. Hier oben.
Aha, hier können wir zerschneiden. Oh, oh, stimmt, wir haben unser Zerschneider-Pokémon mitgegeben. Kriegst eine neue Attacke. Vor allem Slager. Haben wir kein Team. Jetzt müssen wir da hoch. Da kommen wir wahrscheinlich dadurch. Das verwirrt mich ein bisschen, aber. Okay, haben wir einen weiteren Rüpel. And you've made it this far. Some of our friends weren't so lucky. Okay. Wir haben gleich schon ein paar Dinge erreicht, deswegen. Uff, ja. Wenig los heute im Part. Aber das Teammitglied, das ist der. Nächste etwas fürs Sammeln. Und wir haben die Rüpel kennengelernt. Haben wir eigentlich schon im vorigen Part, aber was soll es? Ein paar Rüpel gekämpft. Ja, ich habe schon interessantere Parts, aber muss auch mal sein. Okay, das geht nicht gut aus. Makuhita, ja, das ist, was soll denn da auch? Wie soll denn das auch klappen? Das ist unser neues Teammitglied. Darf man kämpfen? Darf sie mal beweisen? Normale Attacken. Das ist auf jeden Fall nützlich. Dass nicht sofort wieder aufwacht. Aha. Seit wann ist Katz? Was zerschneidet eine normale Attacke? Das ist mir auch neu. Erstmal einen Stefan. Und Bonsly. Aha. Weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Oh oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Vergiften. Wenn schon Schaden kriegt. Es war auch noch effektiv gekämpft. So, das Gift-Pokémon. Noch bald was im Team. Nur ein tolles Wasser-Pokémon finden. Wie ein Robbball, was wir nicht behalten durften. Da bist du, bist du selbst. Wow. Breaking News. Das wurde vergiftet. Wann entwickelt sich unser Tydox eigentlich? Das wäre auch mal interessant zu wissen. War fertig. Are you truly the best defense this Wedge City can master? I can't believe I lost so quickly. And after I was able to find Borealis to say you lost is a flagrant understatement. I am more accurate description
would be that you barely managed to show up to the fight in the first place. Do not glorify your meager performance here resides as if there were any competition to begin with. You are out of your depth. For you to come here was folly, most moronic. But did you even think someone like you could accomplish? I fought with the others. The others from whom you've allowed yourself to be separated to protect the city. The city which festers like around in the earth, in both ends and means demonstrate naivety. You play pretend hero for the sake of ideas which have no basis in reality and upon a foolish pride that insists on a loosely guided action is better than no none. This was the only possible outcome. Yet what is done is done. You cannot be allowed to report what you've seen today. Corbett, we will take you someplace secure. You find no shortage of time to reflect upon your myriad mistakes in captivity. Und der Wurzel führt. Finde ich übrigens interessant in der englischen Sprache, dass dieses Place Secure, was gesagt wurde, dass man da dieses. Irgendwie das auf Deutsch übersetzt heißt das halt irgendwie der, dass das erst gesagt wird, das ist der, bringe ich an einen Platz sicher, sozusagen, dass das dann erstmal also nicht an den sicheren Platz, sondern an den Platz und dann wird hinten dran noch irgendwie, finde ich eigentlich interessant. Und hier ging das Doppelteam, Kämpfer am nächsten Part, wir haben die Partszeit schon überschritten, also sprechen wir hier mal ab. Ja, mal schauen, wie das Team hier noch rauskommt. Ist ein langer Weg bis hierhin. Aber wir werden noch schaffen, auf den Narko gehen. Finden wir den Weg wieder her. Die Bäume sind ja zerschnitten, die Wege sind frei. Also, im nächsten Part geht es hier im Park weiter voran. Team Meteor zu besiegen und unsere Freunde zu befreien. Ihr dürft gespannt sein. Bis dahin, bis morgen, Rotterdam. Ciao.